Ein Geisterschutz. Ich glaube, du kannst ihn bedenkenlos entschlüsseln. Also, wie geht's weiter? Was hat Cyrodiil bei unserem ersten Treffen gesagt? Wenn wir den Einfluss des Nachtmaars genug geschwächt hätten, könnten wir seine Festung über die Leere betreten. Debras Kontrolle über die Siedlung ist geschwächt. Wir werden zu Cyrodiils Insel zurückkehren und dort über den Leerriss nach New Edentown zurückreisen. Einfach so, hm? Nun, ja, einfach so. Stört dich was? Überstürzen wir die Sache nicht etwas? Wir haben bereits zu viel Zeit verloren. Wir müssen den Nachtmaar besiegen, schon vergessen? Manchmal hasse ich diese Welt. Noch eine freie Frau. Clever, sensibel, nett. Ermordet von einer feigen Meute. Zu schwach, sich ihrer Mittelmäßigkeit zu stellen. Feiglinge, die sich hinter falschen Tugenden verstecken. Und für was? Sie würden nicht mal ihren Namen nennen. Wieso? Wieso sie? Sie wissen es nicht besser. Sie fürchten und hassen, was sie nicht verstehen. Das ist alles, was sie wissen. Vor allem, wenn es um Frauen geht. Das ist jetzt sowieso nicht mehr von Belang. Eine Frau ist gestorben und es soll nicht von Belang sein? Von Belang ist nur, was wir jetzt tun. Welchen Missstand wir beheben wollen. Ich war wohl eine gute Lehrerin. Als ich damals Kuba verließ, hätte mir alles Mögliche zustoßen können. Ich war aufgeweckt, frei, talentiert. Ich sprach die falsche Sprache, hatte das falsche Geschlecht, die falsche Hautfarbe und doch habe ich dem Leben getrotzt. Ich hatte mir so viel mehr von der Welt erhofft. Was für eine Anmaßung. Zu glauben, niemanden zu brauchen. Meine Mutter, eine erfahrene Curandera, zu ignorieren und stattdessen auf meine Schwester zu hören. Die Freundin aus deiner Kindheit? Was ist passiert? Ich hatte wenig und wollte mehr. Das ist gefährlich, wenn man über Talente, wie wir sie haben, verfügt. Mir hätte alles Mögliche zustoßen können. Aber das ist es nicht. Das war sicher hart für dich. Für mich war es das jedenfalls. Vielleicht sollten wir uns darauf besinnen, wie weit wir gemeinsam gekommen sind und Mut fassen. Ich bin tot, Ruri. Ich bin tot und werde schon bald für immer fort sein. Denkst du, ich weiß das nicht? Es geht hier nicht um dich, Red. Das wollte ich auch nicht sagen.
Hör mal zu. Das alles. Es ist nicht leicht, das zu verkraften. Wir sind beide erschöpft. Ich auf jeden Fall. Ich kann nicht müde werden. Ich weiß. Ich weiß, wie schwer es für dich ist. Du hast keine Ahnung. Überhaupt keine. Ich gebe mein Bestes, es zu verstehen, wenn du mich nur lässt. Wir müssen an uns glauben. Sieh uns doch an. Natürlich werden wir unser Ziel erreichen. Halt den Mund, Red. Halt den Mund. Es geht nicht um... Es geht nicht darum, was wir erreicht oder geschafft haben oder wie weit wir gekommen sind. Ich soll uns ansehen. Sieh mich an. Ich verabscheue, was ich geworden bin. Siehst du das nicht? Ich wollte nur helfen. Es tut mir leid. Hör auf, dich zu entschuldigen. Gute Nacht. Und her? Und her? Ich wäre mit dir gekommen. Nicht witzig. Jetzt muss ich zu Fuß zu dieser verdammten Insel laufen.